Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Diesmal ohne Greenscreen. Ich bin nämlich ein Tollpatsch und habe mich draufgesetzt. Das heißt, meine liebe Frau darf, wenn der Kleine gefüttert ist, das erstmal wieder nähen. Deshalb, ich habe gehofft, ich habe das ganze Chaos hier weggeräumt. Ihr seht mich heute ein bisschen größer als sonst, aber sollte keinen Unterschied machen. Wir haben, und ich habe es euch gestern versprochen, nagelneue News, und zwar mehr als nur ein bisschen, zu Modern Warfare, zu dem Release, zu dem Netzwerk, zu den Lag Compensations, zu den Camos, die kommen, Spezialisten, neue Perks, neue Streaks, alles mögliche. Und ich werde versuchen, das so gut wie möglich und ordentlich irgendwie euch beizubringen, dass ihr alle Infos habt, die ihr irgendwie braucht. Das sind so die ersten Sachen, die letzten Tage rausgekommen sind. Jetzt haben wir schon mal ein paar negative Aspekte gestern mit den Lootboxen und allem irgendwie zusammengefügt. Heute geht's mal an die guten Sachen. Das Ganze ist teilweise von Infinity Ward und Activision selber auf YouTube in so einer Art Preview bekannt gegeben. Das heißt, wie die Charaktere geändert worden sind, wie an den Charakteren gearbeitet wurde, wie das Ganze gemacht wurde, wie die Animation funktioniert hat, die neue Grafik-Engine und und. Dazu kommt es, dass ein nicht so bekannter YouTuber sich, das ist das einzig Negative, was wir heute haben, sich um die Lags in Modern Warfare gekümmerte. Er hat geguckt, was für eine Framerate haben die Server, also 60 Hertz, 62 Hertz, 24 Hertz. Wie läuft die Lag Compensation? Viele von euch haben ja auch geschrieben und gesagt, es war komisch. Manchmal bin ich in der Ecke irgendwie getötet worden, obwohl ich eigentlich auf dem schon woanders war. Oder in meiner Killcam habe ich keinen Schuss abgegeben, aber eigentlich habe ich 4-5 Mal geschossen. Das alles hat mit der Lag Compensation in Modern Warfare zu tun. Die läuft noch nicht wirklich so, wie sie sein soll. Um das vereinfacht darzustellen, der Server lief relativ konstant in den normalen Modi, am besten lief er in Herrschaft, 6 gegen 6, 10 gegen 10, 20 gegen 20, bei 62 Hertz ungefähr. Das Ganze ist drastisch, wirklich drastisch runtergegangen, und zwar bei dem Ground War Modus. Da waren es dann leider nur noch 24 bis 20 Hertz. Das heißt, die Framerate und die Aktualisierungsrate von dem Server ist drastisch nach unten gegangen. Das kann man damit erklären, obwohl wir dedizierte Server haben. Das heißt, nicht mehr wie in vielen Spielen wie in Black Ops 4, wo einer über seinen PC oder seine Leitung der Host für die Lobby ist, sondern eben direkt von COD aus. Das ist wirklich das Wichtigste eigentlich daran. Jetzt müssen sie auf jeden Fall daran arbeiten, dass wir diese Lag Compensation und die Framerate und die Herzrate, das heißt, wie oft der Server das Bild wiedergibt, wiederholt, noch höher setzen, damit es in Ground War nicht bei 24 Hertz stehen bleibt, sondern dass wir 60 Hertz bekommen. Das ist bei einer hohen Spielerzahl nicht ganz so einfach, aber ich bin mir sicher, sie kriegen das hin. Das wurde so ein bisschen rausgeleakt und Infinity Ward wurde darüber informiert und ich hoffe einfach, dass sie daran arbeiten. Wir haben neue Images bekommen über das Klassenmenü sozusagen, wie es später aussehen wird. Und das, was wir bisher gesehen haben mit den Perks und den Feldaufrüstungen und allem, was dazugehörte, das war bisher nur in einem kleinen Rahmen. Und ich hoffe, Leute, dass ihr für das heutige Video auf jeden Fall ein Like da lasst. Das könnt ihr auch jetzt gerne machen, das ist überhaupt gar kein Problem. Genauso kann ich euch nur ans Herz legen, dass ihr mal bei eneva.com vorbeiguckt. Wenn ihr PlayStation-Guthaben haben wollt, wenn ihr Spiele direkt online bestellen wollt, ist das die beste und günstigste Seite, die ihr haben könnt. MMOGA ist ja sozusagen der große Konkurrent immer noch seit vielen, vielen Jahren und auch, glaube ich, so die größte Online-Plattform, wo man PlayStation-Guthaben kaufen kann. Und ich kann euch nur sagen, bei eneva.com zahlt ihr deutlich weniger. Ihr zahlt mit meinem Code Chappy, da kriegt ihr 3% drauf und noch 1 Euro für die erste Bestellung. Da zahlt ihr bei sowas wie einer PlayStation-Karte für 75 Euro Guthaben weniger als 55 Euro. Ihr kriegt fast 20 Euro geschenkt. Ich kann es euch nur ans Herz legen, macht es auf jeden Fall. Hier in Modern Warfare haben wir im Klassenmenü endlich die Bestätigung für das, was geleakt war. Und zwar, dass der Spezialistenbonus wieder mit reinkommt. Viele von euch kennen den Spezialistenbonus mit Sicherheit aus den alten Teilen. Und wenn ich mich richtig erinnere, gab es den letzten Spezi-Bonus in WW2. Da kam er später sozusagen rein und davor das letzte Mal in COD Ghost müsste es sogar gewesen sein. Aus den MW-Teilen kennen wir den Spezi-Bonus. Ihr habt 3 Perks, die ihr euch auswählen könnt. Die kriegt ihr nach 2, 4 und 6 Kills oder mit Hardliner 1, 3 und 5 Kills. Und wenn ihr diesen 5. oder 6. Kill fertig habt, bekommt ihr entweder alle Perks oder ihr könnt noch 4 oder 5 Perks aussuchen, die dann alle mit dazukommen. Das hat wirklich für ganz, ganz coole Momente bei Gameplays gesorgt. Das ganze Game kriegt dadurch eine ganz andere Dynamik.
Man kann Hardline mitnehmen, Plünderer, Kugelweste, Taktikmaske, all das, was sonst eigentlich gar nicht geht. Deswegen persönlich, ihr seht es auch auf den Images, ich blende die euch so ein. Es ist sehr, sehr cool, dass der Spezi-Bonus wiederkommt und so wie es aussieht, kann man ihn aus dem Menü auch direkt anwählen. Das heißt, ihr könnt euch 4 oder 5, 3 Streaks aussuchen und habt dann trotzdem die Möglichkeit, einfach drauf zu klicken und zu sagen, ich will einen Spezi-Bonus für diese Runde. Und wir wissen ja, wir können unsere Loadouts während den Runden Modern Warfare ändern. Das heißt, auch für die Zukunft bedeutet das, wenn ihr euch während der Lobby dazu entscheidet, dass ihr nicht mehr auf Streak spielen wollt, könnt ihr einfach den Spezi-Bonus hinzufügen. Genauso haben wir jetzt in den ersten Images gesehen, dass es mehr Perks gibt als das, was wir bisher gesehen haben, unter anderem Guard Point. Das bedeutet, man muss gucken, wie es nachher auf Deutsch übersetzt heißt, weil das sind nicht immer die 1:1 Übersetzungen, die wir im Englischen und im Deutschen nachher haben. Das, was wir bisher als Killstreaks haben, das heißt, ihr kriegt eure Drohne nach 3 oder 4 Kills und nicht nach 3 oder 400 Punkten. Das ändert sich jetzt, wenn ihr das Perk einsetzt, dann bekommt ihr eure Drohne nicht nach 3 oder 4 Kills, sondern nach 300 Punkten, 400 Punkten. Damit wird einem auf jeden Fall mal ein bisschen vor Augen geführt, dass es sich lohnt, Herrschaftspunkte einzunehmen, dass man Munition für Teammates mitnimmt, dass man jemanden flasht und dann tötet, dass man eine Flagge verteidigt, eine Stellung einnimmt, dass man eben die Objectives, die es in den Spielen gibt, auch einfach mal spielt. Das auf jeden Fall sehr, sehr cool. Dazu gibt es eben 2 neue Perks, die kann man leider so nicht erkennen in dieser Kategorie, weil das noch relativ verschwommen ist. Da bin ich gespannt, was da an Perks nachher noch dazu kommt. In dem Hauptmenü habt ihr jetzt auch die Möglichkeit, Watch Select und Armory anzuklicken. Watch Select, das ist ein Gimmick sozusagen, was uns Infinity Ward für das neue Modern Warfare gegeben hat. Ihr habt das vielleicht mal in der Beta festgestellt. Wenn ihr auf die Uhr von dem Charakter von euch guckt, dann wird dort eine Uhrzeit angezeigt. Und diese Uhrzeit, die angezeigt wird, ist 1:1 identisch mit der Zeit, in der ihr euch gerade befindet. Das heißt, wenn ihr um 18.50 Uhr zum Beispiel spielt, ist es so, dass die Uhr auf dem Charakter 18.50 Uhr anzeigt. Ihr habt die Wahl, ob ihr es aktivieren wollt oder nicht aktivieren wollt. Manchmal war das ganz cool, manchmal hat das ein bisschen genervt, ihr habt die freie Entscheidung. Das ist kein Game-Breaking-Changing-Ding, ist nichts anderes, einfach nur Just for Fun. Dazu haben wir jetzt die Option, auf Armory zu klicken. Und ich denke, viele, die AW gespielt haben, kennen das noch. Da habt ihr denn, wenn ihr draufklickt, die Möglichkeit zu sehen, welche Waffenvarianten habe ich bisher gezogen, welche Blueprint-Varianten habe ich, was für eine Waffenauswahl habe ich. Da wird dann alles sozusagen aufeinander irgendwie nochmal gezeigt, dass man so einen groben, großen Überblick hat. Dazu sind die ersten 2-3 Screenshots von Weapon Camos geleakt worden. Weapon Camos werden natürlich auch in Modern Warfare wieder zurückkehren. So etwas wie Dark Matter hat es in, wenn ich mich erinnere, in keinem Modern Warfare Teil bisher gegeben. Ich glaube, das Maximale waren Goldwaffen. Jetzt, wo wir in Black Ops 4 das allererste Mal reaktive Tarnung hatten und Mastercraft-Varianten, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es durchaus möglich ist, dass wir das in Modern Warfare jetzt auch wieder bekommen. Das Ganze sieht trotzdem noch sehr, sehr realistisch bisher aus und das gefällt mir auch außerordentlich. Und wenn solche Sachen in den Supply Drops drin sind und das Supply Drops sind, die wir mit Spielen sozusagen bekommen können, wie in WW2, genauso, dass wir zwischendurch mal welche geschenkt bekommen und dass wir Aufgaben dafür erfüllen können, dann wäre das definitiv auf dem richtigen Weg für mich, dass ich sage, ja, solche Supply Drops, damit können wir auf jeden Fall leben. Dazu kommt, es ist jetzt auch geleakt worden, auch in den Screenshots mit drin, die Operatoren, die verschiedenen, die keine Spezialfähigkeiten haben, aber eben speziell aussehen. Die haben noch ganz, ganz viele Customizations-Items zu sich bekommen, dass man die sich so zusammenstellen kann, wie man sie haben möchte. Und das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich klar, weil die ganzen Lootboxes müssen ja auch irgendwann mit ein bisschen Schrott gefüllt werden. Das auf jeden Fall soweit schon mal bestätigt. Dazu noch vielleicht ganz interessant für einige von euch. Dazu für einige von euch vielleicht noch interessant, es gibt die erste sogenannte Season in Modern Warfare. Und die erste wird einfach Seasons heißen. Da gibt es bisher keinen anderen Namen zu. Das kann sich durchaus noch ändern. Das wird ähnlich wie in Black Ops 4 so sein, dass es Operationen sind für speziell Content, vielleicht für die speziellen Modi, dass da für die Kampagne was dazukommt, für den Spec Ops Modus, für den Multiplayer, für den Ground War Modus. Wir kriegen ja noch deutlich mehr Karten als das, was wir bisher gesehen haben. Das wird sozusagen ein neuer, aktualisierter Anlauf sein, um Operationen in Modern Warfare alle 30, 40, 50, 60 Tage reinzubringen. Das Ganze wird so laufen, dass ihr dafür nichts kaufen müsst. Das ist ja das große Versprechen gewesen von Activision. Wir werden keinen Season Pass bekommen,
Alle Maps und alle Waffen sollen post-Launch umsonst in den Kisten mit drinne sein. Ich habe gelesen, jemand sagt, das stimmt so gar nicht. Genau so wurde es geschrieben und von Activision gesagt. Man muss sich ja nur den Bericht davon durchlesen. Das mit den Waffen scheint jetzt so in der Schwebe zu sein aktuell. Genauso gibt es aktuell die große Diskussion, ob es nochmal geändert wird, dass ihr eure Streaks wirklich nur einmal pro Leben bekommen solltet oder vielleicht 2, 3, 4 Mal so oft, wie ihr wollt. Das wäre definitiv ein wichtiger und richtiger Schritt. Es ist sehr unfair für gute Spieler, wenn sie in einem Leben eine Drohne, eine persönliche Drohne und einen Kampfhelikopter haben, dass sie noch 20 weitere Kills machen, aber keine weitere Streak mehr dazu bekommen. Das auf jeden Fall ist noch in der Diskussion und das Ganze hat ja noch irgendwie 3,5 Wochen, bis es tatsächlich released wird. Es wird keine riesigen Änderungen mehr geben, davon braucht keiner ausgehen. Aber es geht auf jeden Fall auf den richtigen Weg, dass die Developer, also die Devs von Infinity Ward und die Verantwortlichen von Activision, die für die großen Entscheidungen zuständig sind, dass die merken, dass die Community sagt, nein, das und das wollen wir, das und das wollen wir nicht. Ob sich das alles jetzt am Ende wirklich noch so ändert, wie wir es wollen, ist wirklich mal dahingestellt, aber es geht auf jeden Fall auf den richtigen Weg. Ich hoffe, das Video hat euch heute gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Ich bin raus, haut rein.